Kenia. Safari Kenia. Kenia. Safari Kenia. So, liebe Gäste, ich befinde mich hier an einem wirklich absolut außergewöhnlichen Ort. Wo ich hier gerade sitze, ist der Turm eines sogenannten Treehouse. Den Rest schauen wir uns gleich mal an, was das eigentlich bedeutet. Ich sage nur so viel, ich sitze hier gerade auf einem sogenannten Skybed hier oben drauf. Ich kann hier also unter freiem Himmel schlafen. Wir haben hier ein Haus, was weder Ecken noch Fenster hat. Klingt komisch, ist es auch. Aber es ist was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches von der Architektur. Ich muss euch das einfach zeigen. Und bevor wir hier einfach mal in die Räume gehen, weil es geht hier nicht eigentlich gar nicht mal so um die Räume. Es geht um diese Verbindung zwischen der Architektur und der Natur. Und welchen Blick man hier hat und warum ich hier so fasziniert sitze, das zeige ich euch mal. Und was ich meine mit dem spektakulären View, ich glaube, das kann jeder von euch hier ganz einfach erkennen. Viele Häuser haben wir schon gefilmt, aber das hier ist einfach, was den Ausblick, die Natur und diese Verbindung angeht, unglaublich. Und man hat das Gefühl, dass man über den Bäumen lebt. Es ist wirklich ein Baumhaus. Ja, es ist also, man lebt hier, hat das Gefühl, man ist irgendwie über dem Regenwald und greift hier gleich irgendwo so in die Büsche. Also spektakulär. Und hier wird, wie gesagt, wenn man mit mehreren Leuten ist, das Ganze noch aufgepolstert. Dann kann man gemütlich abends chillen. Hier weht immer eine Brise, weil ich meine, klar, das Meer ist vor der Haustür. Ja, 5 Minuten zu Fuß ist man hier unten am Strand, wenn man langsam geht. Ja, also ich kann nur sagen, das Ding ist einzigartig. Schauen wir uns mal den Rest an und gucken mal nach den nicht vorhandenen Ecken. Details. Ja, und herzlich willkommen hier im, nennen wir das mal den Master Bedroom im Treehouse. Ein fantastischer Raum. Riesengroßes Bett. Dusche, Bad befinden sich außerhalb hier. Hier gibt es kein Ensuite, denn das ist wie ein Baumhaus aufgebaut. Das ist hier um die Ecke. Aber das spielt hier gar keine Rolle. Es gibt hier keine Fenster, bis auf ein einziges Glasstück. Das zeigen wir gleich und das ist ein Kunstwerk. Das Ding hier lebt einfach von seiner Ausstrahlung, von seinem Ambiente, von seinem View, von der Luft, von dem... Ja, hier lebt einfach alles im Positiven. Ja, super schön. Stauraum ist da. Das ist ein Künstlerhaus. Ja, hier kann man sich einfach wohlfühlen und einfach... Das ist was Inspirierendes. Ich glaube, ich muss anfangen zu malen, wenn ich hier bin oder so. Das ist schon klasse. Ich gehe da mal rüber und zeige noch mal kurz den sanitären Bereich. Schaut euch mal den Blick an. Ist das nicht faszinierend? Und das Beste ist dabei, dass wir hier in dem Bereich sogar Affen haben, die hier in den Bäumen leben. Das heißt, wenn sie hier draußen auf der Terrasse stehen, sitzen, wie auch immer, dann können sie den Affen guten Tag sagen. Keine Angst, sind nicht gefährlich, ist kein Problem, kommen auch nicht hier rein. Aber man sieht es. Naturbeobachtung halt. Einfach nur klasse. Hier sind wir in dem künstlerisch anmutenden Bad, was zu diesem Master Bedroom gehört. Da haben wir hier einen echt stylischen kleinen Waschtisch, riesen Spiegel. Wir haben hier eine super coole Dusche, frei eingebaut, das heißt, es ist alles mehr oder weniger unter freiem Himmel. Hier ist kein Fenster, das ist offen. Also hier kann man wirklich auf dem Lokus sitzen und kann hier den Affen beim Klettern zugucken. Also das ist wirklich eine Hammer-Location, das ist alles sehr künstlerisch gemacht, sehr offen, sehr schön. Ich finde es echt klasse und alles, jedes Detail hier ist hier kreativ, ist hier irgendwas Besonderes. Außergewöhnlich, außergewöhnlich. Schauen wir uns den Rest noch an. Psst, der Wahnsinn hier. Also wenn ich hier rausgucke, das ist übrigens das nächste Schlafzimmer. Wie gesagt, wieder mal ohne Fenster, ist nichts. Ja. Dann sehe ich hier Pflanzen, Blumen, irgendwelche Orchideen wachsen hier. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier in dem Raum schlafe, das ist wirklich, als würde man in einem Baumhaus schlafen. Wirklich, nur mit alles mit Komfort. Ja. Alles Natur, alles aus Holz gemacht. Hier haben wir ein Doppelbett mit freiem Blick. Hier hinten in der Ecke haben wir noch ein Bad, dazugehörig. Ein kleiner Tisch, Stauraum. Aber
Moskitonetz obligatorisch, klar, hier sind keine Fenster drin, das muss sein. Also Traumblick, Traumblick ist jetzt eine Etage tiefer, wir sind ja einmal runtergegangen und also hier kann ich nur sagen, also das muss man mal machen. Also das ist einfach nur, ich guck weiter raus. Oder nee, ich gehe mal rüber, weil wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Jetzt sind wir in einem weiteren Raum angekommen. Das hier ist das Wohnzimmer, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, weil ich denke, das ist hier irgendwie ein bisschen anders als normales Wohnen. Wie ihr euch denken könnt, gibt es hier keinen Sat.TV oder sonstigen Kram, ja, und auch keine Klimaanlagen. Hier wird einfach gechillt, hier kann man locker sitzen. Könnt ihr hier mit 6, 7, 8, 9 Leuten sitzen ohne Probleme. Esstisch ist hier. Wie gesagt, es wird hier gekocht. Wie immer gibt es hier den Service. Ne? Wir kaufen ein und das Personal kocht hier und macht hier auch sauber. Wunderschöner, wieder lichtdurchfluteter Raum, wieder mit diesen ganzen kleinen Nuancen, die wir euch gleich noch zeigen werden. Also diese Glaswände, die hier überall eingearbeitet sind. Absolut schöner Raum, also einfach nur was zum Chillen und die ganzen Formen. Ich betone nochmal, es gibt hier keine Ecke. Es gibt hier nur Rundungen, Wölbungen und es ist alles offen gebaut. Einfach nur schön. Schaut es euch an. So, wenn ich jetzt hier vom Wohnzimmer rausgehe, kann ich hier über diese super spacig künstlerische Brücke in ein weiteres Gebäude kommen. Das kann man dazu buchen, wenn man jetzt mit mehreren Leuten ist. Da befindet sich einfach nur ein großer Raum mit Betten und ein Bad, Dusche, WC. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht rein, weil wie das aussieht, können wir uns denken. Aber wir wollten euch natürlich diese wunderschöne Mosaik-Glasscherben gemachte Brücke nicht vorenthalten. Also ich kann nur jedem Künstler raten, das Ding ist super. Ich gehe mal weiter, schaue meinen Rest an, aber schaut euch das an. Tja Leute, was soll ich sagen? Das war das Treehouse, eine der faszinierendsten Häuser, wenn man das mal so sagen kann, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Architektonisch unglaublich. Sehr viel Kunst hierbei. Man hat sich viele Gedanken gemacht, einen Ort zum Wohlfühlen, zum Abschalten, zum Inspirieren lassen. Es gibt hier nicht alles. Es gibt hier keinen Pool und keine Klimaanlage, aber sowas braucht man hier einfach nicht, weil es lebt von ganz anderen Dingen. Nämlich von dem, was man da hinten sehen kann, von all den Schönheiten hier, von der Natur, von der Ruhe. Aber das ist ein Platz zum, ja, zum Anregen, zum Fallen lassen, für alles. Ja, also man kann hier echt chillen. Ich würde hier gerne noch bleiben, am liebsten noch eine Woche. Aber ich muss weiter, aber checkt euch das nicht durch. Safari Kenya.